und die da oben in Berlin. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen, Mann. Ich bin damit unzufrieden, wie es aktuell läuft. Und damit bin ich nicht alleine. Ey. Das geht nicht nur an CDU oder SPD. Das geht nicht an FDP, AfD oder wie sie alle heißen. Ey. Ich will nicht nur auf Einzelne mit meinen Fingern zeigen. Denn keine Partei trifft die Entscheidung allein. Und so kann es nicht reichen, einem die Schuld an allem zu geben, was schief läuft. Nur weil etwas mies läuft. Anstatt zu generalisieren, sage ich euch, die Menschen sind kein Spielzeug. Es ist das Produkt verschiedener Regierungen, Verkettung von Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen. Ich spreche für tausende Menschen, die für euch zu leise sind. Doch ich stell mich nicht hier hin und sag, dass alles scheiße ist. Nein. Wir leben in einem Land, in dem es viele Chancen gibt, in dem es viele Guthaben. Das Land befindet sich auf einem Kontinent, der seit 70 Jahren keinen Krieg sah. Das ist ein ausgesprochen schützenswerter Zustand. So wie ihr eure Politik macht und kommuniziert, so gebt ihr dem Volk das Gefühl, dass ihr es ignoriert. Ey, das, was die Jugend stört, wir werden übergangen, werden nicht gehört und teilweise sogar diffamiert. Ihr öffnet Räume, in denen sich rechtes Gedankengut ausbreiten und die Partei gewordene Alternativlosigkeit, die sich AfD schimpft, zu einer Volkspartei werden kann. Ehrlich, Mann, das ist doch nicht zum Aushalten. Ich sage gar nicht, dass ihr alles falsch macht. Ich sage nur, dass ein großer Teil der Bevölkerung so denkt, wenn ihr Steuergeld verbrennt, keine Wertschätzung schenkt und jeden Protest mal wieder lieber Propaganda nennt. Ihr züchtet eine Generation junger Systemkritiker, die den betagten Volksparteien nichts mehr abgewinnen kann, weil der jedwedige Kritik auf fruchtbarem Boden trifft und ihnen das Gefühl gibt, ihr Verdacht bestätigt sich. Es geht um unsere Zukunft. Wir müssen die Fehler der Generation vor uns ausbaden. Wir erleben den menschengemachten Klimawandel am eigenen Körper mit Schritt für Schritt. Ey, wir wollen raus da. Wir sind die Generation, deren Verantwortung man nicht mit ihrem eigenen Stimmrecht aufwiegen kann. Dass wir diese Zukunft selber nicht einmal mehr erleben werden, nehmt ihr mit eurer Politik in Kauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Artikel 13. Mit Abstand nicht das größte Problem unserer Zeit, ey. Aber ein gravierendes Beispiel für etwas, das vor allem die Jugend betrifft und trotzdem nur die Alten entscheiden. Es ist ein gravierendes Beispiel dafür, wie Politik am Volk vorbeigemacht wird, wie ihr Lobbyismus priorisiert und eine Petition mit 5 Millionen Unterschriften leider nicht wirft. Was? Es ist ein Beispiel dafür, wie ihr Menschen durch Lügen und Hetzen diffamiert. Wie kann eine Partei solche Politik machen und sich dann am Ende des Tages ein ernstes fragen, warum sie die Jugend verliert? Warum, warum? Wie kann es sein, dass eine Drogenbeauftragte, die auf Grundschulniveau diskutiert, der man nachweislich Falschaussagen attestiert, trotz fehlender Weitsicht nicht aus dem Amt enthoben wird? Wie kann das sein, dass Vorsitzende Deutschlands größter Partei Homosexualität mit Inzucht vergleicht und gestraft Witze über Transgender machen darf und von drei Plagen nichts weiß? Wie kann es sein, dass ein Generalsekretär auf kritische Videos nur mit Verleugnung reagiert? Pseudo, Fakten, Fake News, Meinungsdiktatur, Digga, was geht denn hier? Das ist Trump, Tweet, Money hier. Shit. Natürlich sind das Einzelfälle, es wär doch gemein. Sind Axel Voss, Marlene Motta, Paul Ziemiak, Mariam Bracht, Matthias Hauer und Annegret Kramp, Karin Bauer gemein, von der Partei zu sprechen. Das gleiche gilt für Christian Lindner, der die Sorge um die Zukunft von tausenden Kindern als Schulschwänzer tituliert und einen Martin Schulz, der nach der Opposition über GroKo diskutiert. Über die AfD brauch ich gar nicht berichten, aber um ehrlich zu sein, kommen einem bei den Geschichten. Ob ich will oder nicht, egal wie gebildet man ist, Ausdrücke wie krasse Inkompetenz über die Lippen. Was? Und Politiker, die alle Demonstranten wie Schuhschwänzer Bots behandeln. Können nicht erwarten, dass wir nach gravierenden Fehlern von führenden Personen nicht alle Parteien über einen Kamm scheren. Apropos Friday for Future, jetzt mach ich hier was deutlich, wie man CAN und BUND Bewertungen und schwer entnehmen kann, ist die CDU, auch wenn sie das leugnet, wirklich alles andere als klimafreundlich. Dafür wird es sicher andere Gründe als die schiere Zerstörung unseres Planeten geben. Doch solange das ein Nebenprodukt eurer Regierung ist, mache ich mich stellvertretend für die Jugend Sorgen um das Überleben. Gegen alle Wissenschaften weigert ihr euch, Kohleabbau abzuschaffen, um den Wald in Hambach doch noch Platz zu machen, Auspuffwerte anzupassen. Klimaschutz geht anders, wenn Vertrauen eure Währung ist, dann seid ihr wirklich knapp bei Kasse. Wenn Flüchtlinge für euch so ein großes Problem sind, wieso führt euer Handeln dann zu Millionen von denen? Egal was ihr entscheidet, wir entscheiden uns dagegen. Wir brauchen den Planeten, denn wir wollen hier leben. Wir haben auch eine Stimme, ist die nichts wert? Wir wollen ernst genommen werden, ist das so schwer? Zu eurem Glück sind die meisten eurer Gegner noch nicht wahlberechtigt, aber es wird jedes Jahr mehr. Ey, je mehr uns ignoriert, desto lauter sind wir. Je mehr man versucht, uns im Wind aus den Segen zu nehmen, desto stärker sind wir. Je mehr uns ignoriert, desto lauter sind wir. Desto öfter erheben wir sie. Desto öfter.
Ich sage, wählt diejenigen, von denen ihr euch am besten vertreten fühlt. Wählt Parteien, die die Demokratie nach vorne bringen, denn nichts ist besser als die Demokratie. Danke an Greta, die der Jugend eine Plattform gegeben hat, um sich zu engagieren. Danke an Rezo, der die aktuelle Debatte losgetreten hat und das politische Interesse vieler Jugendlicher geweckt hat. Und nicht zu vergessen, mein Bro, Jimmy, der mit mir dieses Projekt aufgestellt hat. Deswegen, Leute, checkt auf jeden Fall mit Jimmy ab. Ich danke euch fürs Zuhören und geht wählen morgen. Ich würde sagen, peace out, ja? Yeah? Ja? Yeah?